grüße euch und ein herzliches Hallöchen. Willkommen zur neuen Folge von Diablo 4. Hier mit mir. Wo renne ich hin in meiner Angst? Keine Ahnung. Gehen wir nach Malnok und wir machen den Hammer des Champions. Ich muss jetzt den Grizzly-Hammer finden in der Höhle. Und das wird eine Herausforderung werden, weil es auch wieder eine Dungeon ist. So ist das nun mal. So, und da muss ich rein, denn so soll es sein. Raunabenhöhle. Also, Doppelaufgabe, ich brauche den Grizzly-Hammer und dazu muss ich noch die Dungeon-Aufgaben erfüllen. Somit wird es wieder ein Bossgegner. Ja, so ist das nun mal. Also, ihr Lieben, es geht weiter auf der Leiter. Ihr Lieben, Leide von Heide. Jo, so soll es sein, Leute. Zerstört Opferfleisch. Dreimal. Das ist die Raunabenhöhle der Dungeon. Was mich da jetzt allerdings für einen Gegner erwartet... Deine Jäger, aufgepasst. Kehrt um, wenn euch euer Leben lieb ist. Nö. Eine neue Bestie nistet in diesem Höhle. Hat eine menschliche Gestalt. Aha. Mit Fell und gewaltigen Hörnern. Solltet ihr eine zu Gesicht bekommen, nähert euch nicht. Reizt sie nicht. Greift sie nicht an. Kehrt um und geht so leise wie möglich. Ja, glaubst du wirklich? Wenn diese Bestien erst entdecken und jagen, gibt es keine Rettung mehr. Die Leichen hier sprechen für sie. Ja, genau. Jetzt ist der Schlechter da drin. Sei mit euch. Genau, es ist der Schlechter da drin. Ja, sicherlich. Der blöde Schlechter, Leute, den schaffe ich doch nie. Ich kann nicht einmal gehen, Leute. Ja, aber es ist der blöde Schlechter da drin. Wie soll ich ihn denn jemals schaffen, Leute? Wenn da 100 andere Gegner sind. Ich kann mich nicht nur auf den Schlechter konzentrieren. Ja, ist er weggespawnt? Bitte, lass ihn weggespawnt sein. Ja, wenn der Schlechter drin ist und ich bin alleine gegen ihn, kann ich ihn probieren, sicher. Aber mit 100 anderen Gegnern da drin, Leute, da habe ich doch keine Chance. Ich brauche mehr Zeit. Leute, ja, weil der Schlechter, also ihr müsst nur wissen, der Schlechter ist schlechter. Nö. Der Schlechter ist nicht so schlecht, wie er heißt. Nö, der Schlechter ist ja random irgendwo drinnen, Leute. Und egal wo, in welcher Dungeon oder keine Ahnung wo, irgendwann spawnt er irgendwo, Leute. Und das ist das Gefährliche. Ja, und jetzt hatte ich ihn halt hier. Habe ich jetzt verloren und jetzt ist er nicht mehr da. Aber ist eh besser momentan. Alleine könnte ich den probieren. Und vielleicht, ja, keine Ahnung, auch schaffen oder so. Ich weiß es nicht. Aber mit 100 anderen Gegnern, Leute, ist es nicht möglich. Da ist ein Opferfleisch. Das muss ich zerstören, Leute. Passt. Eins ist zerstört.
So, du bist auch einmal tot. Break, der Geistbrecher. Sehr gut. Und da haben wir das nächste Opferfleischding. Aua, steh auf! Ich wollte gerade springen. Weg mit dir! Entschuldigung, dass ich so ruhig bin. Ich bin momentan so richtig konzentriert, Leute. Nazar. Wo ist der nächste Opferfleisch? Wer ist der Bossgegner? Da drin soll er ja sein, oder? Weil da ist nämlich ein Schleier. Ein Schleier? Ich brauche nur noch einmal Opferfleisch. Danach sollte es eigentlich funktionieren, dass ich da rein kann. Wer hat da gerade so geschrien, Leute? So. Kommt's doch weiter! Und tschüss, Regen. Hui! Seht ihr, wie gefährlich die Höhle eigentlich wirklich ist? Da ist es. Leute, da haben wir das nächste Opferfleisch. Das habe ich jetzt erst gesehen, Leute. Was? Die gibt es noch ungegründete Tiefen. Zeit, um das zu tun. Weg mit dir, du Vogel! Sehr gut. Passt, Leute. Und geht schon, komm! Dann machen wir mal weiter auf der Leiter. Gehen wir, glaube ich, darauf. Da unten war ich, glaube ich, auch schon. So, ihr Lieben. Schaut aus. Jo, fast die Hälfte wieder um der Folge. Betretet die Raunabel und holt euch Grizzlyhammer. Somit muss ich jetzt einmal schauen, ob ich schon alles gelootet habe, was geht. Weil ich möchte nicht den Grizzlyhammer übersehen. Den brauche ich ja. Leute, den brauche ich ja. Okay, da war ich schon. War ich da unten eigentlich auch schon? Wartet mal ganz kurz. Genau, da war ich schon überall. Gut, ihr Lieben. Dann müssen wir hier rauf. Jetzt aber rauf hier, jetzt aber rauf hier. Der Insider, Leute. Es ist ein Insider, das jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Also wenn ihr Shooters Manitou nicht gesehen habt, schaut euch den an. Der ist so cool. Der Film ist so richtig mega. Und alle beieinander. Zeit, um das zu tun. Was? Ich bin tot!
Ich habe mich doch geheilt. Ach du Schande, Leute. Ich glaube, ich sollte meine Ausrüstung demnächst mal, reparieren lassen. Ah! Kann nichts machen, ich kann nichts machen. Ich bin noch nicht bereit. Hilfe! Oh Leute, das ist so. Ich brauche mehr Zeit. So, du Vogel. Zeit. So. Ist es endlich mal fertig? Ist es endlich mal ein Ruder? Gibt's ja nicht. Okay, Leute. Ich muss diesen Grizzlyhammer finden. Es ist so gruselig hier drin. Es ist so gruselig hier drin. Ja, die Raunabenhöhle, Leute, die Raunabenhöhle. Da drüben, schaut mal, ich habe ihn. Komm, steh doch auf. Kann ich's machen? Ich brauche mehr Zeit. Oh Leute, ich bin tot. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Weg mit euch, ihr dreckigen Bastarde. Ah, jetzt bin ich direkt reingelaufen, ich Vogel. So, jetzt ist aber Ruhe da. So, da ist er. Grizzly Malma. Bringt die Grizzly Malma zu Gregor noch zurück? Nö, will ich aber nicht, weil da ist ja noch was zu tun hier drin. Oh mein Gott. Jetzt kommt der Bossgegner. Jetzt kommt der Bossgegner. Schneller, weg mit dir, du Vogel. Jawohl! Bin eingefroren. So, ihr Lieben, jetzt geht's los. Bossgegner. Wir haben noch Zeit. Bossgegner besiegt Monstrosität der Khazra. Den kennen wir schon. Die Monstrosität der Khazra, Leute. Die besiegen wir mal aufs Feinste zum dritten Mal oder sowas. Leute, hüpft's mal! Ah!
Oh, Leute! Ja, der Bossgegner ist jetzt nicht so brandgefährlich, aber man darf ihn nicht unterschätzen, Leute. Sobald man einen Gegner unterschätzt, Leute. Jetzt ist das weggespawnt. Ich brauche Zeit, um das zu tun. So, komm. Die Hälfte haben wir fast unten. So, komm, na bitte. Du bist ein Schwächling. Aua, ein Schwächling, aua. Ja, nehmen wir mal ein Heilmittel, wir haben ja noch 6. Oh. Der ist so gut wie hinüber, Leute. Ich brauche mehr Zeit. So, und der ist tot, Leute. Das war's. Dankeschön. Nächster Dungeon abgeschissen. Erschlossen. Leute! So! Raunabelhöhle abgeschlossen, Leute. Somit Dungeon Leerfassen verlassen und den Grizzlyheimer zu Gregor noch zurückbringen. Ah, herrlich. Läuft ja wie geschmiert. Super. Ja. Dann würde ich ja mal sagen, gehen wir zum Bärenstamm, geben den Grizzly mir mal ab und dann, ihr Lieben, wird's Zeit für die nächste Hauptqueste. Die dann weitergemacht wird. Ich muss da meinen Akkustecker nachher anstecken. Spätestens, okay. Nur noch 3% Akku, Leute. So, Grizzly Malma abgeben. Ich hab den. Ich bin mit dem Grizzly Malma zurückgekehrt. Ihr habt viel getan, um den Bärenstamm zu ehren. Die Tradition verlangt, dass der Grizzly Malma einem neuen Krieger überführt. Für eure Rolle dabei, Malnok von dem Khazra-Abschaum zu befreien, biete ich euch diese Waffe meines Volkes an. Möge sie euch gute Dienste erweisen. Ja, jetzt habe ich einen Grizzly Malma, super. Ich glaube, der ist aber nicht so stark. Schätze ich mal. Da schaue ich mir mal an. Da ist er. Der ist eh nicht für mich. Hier! Ja! Leute! Zweihandstreitkolben. Von eurer Klasse nicht verwendet werden. Also, ja, Leute, das ist halt doof. Schnelle Waffe, sehr schnelle Waffe. Plus 40 drauf. Todesblitz. Nö, würde ich jetzt gar nichts irgendwie machen. 19 Stück Angriffsgeschwindigkeit, alle Werte, Intelligenz ist oben, Bewältigung schon Angriffsgeschwindigkeit. Ja, nehmen wir das einmal. Kritische Trefferchance, Wicht Willenkraft. Plus 2 Ränge für Klingensturm. Nö. Ich muss doch mal alles schauen. Nicht wirklich. Oh, da ist aber was Besseres. Willenskraft. Intelligenz, Überwältigung, Schaden. 5 minus, aber weniger Rüstung. Dafür und auch weniger. Nö, Leute. Hm.
57, sehr schnelle Waffe, sehr schnelle Waffe. Nehme ich. Ja. Kyovashad. So, ganz kurz Kyovashad, denn ich muss schauen, vielleicht kann ich da auch einen Sockel rauf machen auf die neue Waffe. Da kann ich auch, also, mal das verkaufen, was ich verkaufen kann, weil damit ich wieder ein paar Geld kriege. Na, was, so ist es, Leute. Also, nach Kyovashad. So, I am here. Nach Kyovashad. Gut, jetzt bin ich in Kyovashad. Jetzt könnte ich eigentlich alles verkaufen, was ich will. Ein guter Handel. Ja, mein Akku ist leer, Leute. Ach, schade. So, Gegenstände. Reparierst mir das bitte. Dankeschön. Und ich schaue noch ganz kurz, bevor ich die Folge beende, rüber zu dem Juwelenschmied. Denn da will ich jetzt schauen, ob ich da einen Sockel machen kann. Genau, kann ich. Jawohl. Kann ich nicht. Ah, mir fehlt zerstreutes Prisma. Ja, kann ich nicht machen. Schade. Stärke, wie schaut es aus? 588, 597 Leben. Stufe 32, demnächst 33. Das finde ich gut. Ihr Leben. Ich würde mal sagen, ich mache dann in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir schauen. Nämlich, ihr Lieben, wir werden schauen. Blick in den Wahnsinn noch nicht. Wir werden in der Hauptqueste weitermachen. Das Metzer dreht sich abermals nah in den Schatten. Sucht in der Nähe von Braystake nach Hinweisen zu Lilith. Das werden wir dann ab der nächsten Folge machen. Dann geht's weiter, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Game over und ciao.